Seit Mittwoch ist es wieder soweit. Es ist angerichtet. Zwischen Palaisfest und dem altehrwürdigen Rathaus findet das 28. Wirtefest zu Gast in Recklinghausen statt. 9 Wirte präsentieren bis Sonntag auf dem Rathausplatz ihre Köstlichkeiten. Von Fish and Chips bis Blaubeerpfannekuchen kommt hier jeder Feinschmecker auf seine Kosten. Nachdem die Vizebürgermeisterin Marita Bergmeier das Wirtefest am Mittwoch mit dem traditionellen Fassanstich eröffnet hatte, startete Hairstylist Andreas Reetz seinen Weltrekordversuch. 400 Männern in 24 Stunden einen neuen Haarschnitt zu verpassen. Mit Fußballtrainer Peter Neururer und seinem Sohn startete der Haarschnittmarathon. Auch weitere Promis ließen sich von Andy Reetz stylen. Die Marke von 400 Frisuren knackte er bereits nach 23,5 Stunden. Am Donnerstag um 18.30 Uhr schallte der Jubel über den Recklinghäuser Rathausplatz. Einen der letzten Haarschnitte erhielt Comedian Matze Knob, der eigens für die Aktion angereist war. Er ist Schirmherr des Vereins Kinderlachen, der sich um kranke und arme Kinder kümmert. Alle Spenden, die im Rahmen des Weltrekordversuchs gesammelt wurden, kommen Kinderlachen zugute. Man muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr zufrieden. Ich finde, ich sehe komplett anders aus als sonst. Ich bin ja gar nicht wiederzuerkennen. Ich habe gerade schon meine Mutter angerufen per Skype und sie hat wieder aufgelegt. Ne? Also daran sieht man einfach mal, wie gut dieser Mann auch die Haare geschnitten hat. Und es war ja auch noch für einen guten Zweck, nämlich für Kinderlachen. Und da musste ich als Schirmherr auf jeden Fall vorbeikommen. Also es ist schon natürlich ein super geiles Gefühl. Und ich bin froh, dass ich es jetzt hinter mich gebracht habe. Bin super froh. Ich habe so ein paar Summen gehört, was dabei rausgekommen ist bei der Aktion. Und darauf freue ich mich gleich. Auch in der 28. Auflage ist zu Gast in Recklinghausen ein Publikumsmagnet. So war es schwer, ab 19 Uhr überhaupt noch einen Sitzplatz zu ergattern. Wir sind jedes Jahr eigentlich hier. Ja, meistens so 2 Abende, dass wir immer hier sind, uns mit Freunden treffen. Ist immer wieder schön. Es war super lecker. Ob Essen, Trinken, alles gut. Man trifft viele Leute, jetzt gerade jemanden getroffen, die ich lange nicht gesehen habe. Von daher, mir gefällt es super. Ja, Veranstaltung gefällt mir sehr gut. Ich bin seit 26 Jahren dabei in verschiedenen Positionen. Und schöner geht es gar nicht. Also wir nennen uns Gourmet-Festival, aber ich glaube, es geht hier ganz, ganz intensiv auch um die Kommunikation. Die Leute treffen sich gern, das ist ein toller Treffpunkt. Und dazu begleiten natürlich leckeres Essen und Sachen, die man gerne mag. Am Wochenende starten die Wirte bereits ab 11 Uhr. Sonntagabend wird zu Gast in Recklinghausen mit der jährlichen Fassleerung und einem Feuerwerk enden. Bis dahin unterstützen die Veranstalter mit einer weiteren Spendenaktion die Lebenshilfe Recklinghausen. Durch die tolle Idee des Weltrekordhalters Andy Reetz kamen am Donnerstag bereits 15.000 Euro für Kinderlachen zusammen. So profitieren sowohl die Recklinghäuser als auch wohltätige Organisationen von einer gelungenen Veranstaltung. Ganz, ganz herzlichen Dank. Lass dir den Champagner schmecken und tolle Aktion.